Hier ist Nord24. Wir wollen ungern den Arbeitsalltag in Bremerhavener Büros stören, aber hier machen wir jetzt mal eine Ausnahme, weil hier auf der rechten Seite, da sehen wir ein relativ bekanntes Gesicht. Sportfans wissen Bescheid und Herr Müller, der wird uns jetzt mal sagen, um wen es sich hier handelt und wo sind wir überhaupt, Herr Müller? Sie sind hier im Qualitäts- und Umweltmanagement des Geschäftsbereichs Automobile am Standort Bremerhaven. Hier wird das Qualitätsmanagement und das Umweltmanagement vom gesamten Geschäftsbereich Automobile gesteuert, sprich von Petersburg bis Joao Tauro, alle 25 Standorte. Und wir sind glücklich, dass wir Herrn Breitloch hier haben, der uns seit Anfang des Monats fast, nämlich, wenn ich mal auf den Kalender gucke, ich glaube, der dritte war der erste Tag. Seit dem 3. Mai ist er bei uns und wird uns begleiten bis zum 30. Juni und als Praktikant unterstützen. Adrian Breit, auch der Basketballer hier bei der BLG. Adrian, verrat uns mal ein bisschen was über deinen Arbeitsalltag. Ja, mein Arbeitsalltag ist die gute Vollzeitarbeit. Also ich arbeite von 8 bis 16 Uhr und habe jetzt quasi gerade meine erste Woche rum bei der BLG und beschäftige mich mit verschiedenen Themen. Und ja, unter anderem bin ich dafür verantwortlich, dass wir gerade ein CMR, das ist eine Managementbewertung quasi, dass ich die von die Herr Müller geschrieben hat, dass ich die ins Englische übersetze. Und ja, ich habe auch noch andere Aufgaben wie die Pflege von einer internen Datenbank und auch, ja, kommt bald ein Workshop, um deren Organisation ich mich kümmern werde. Wir kennen dich als Basketballprofi. Ein Basketballprofi am Schreibtisch, das ist irgendwie komisch. Ja, ich habe gedacht, nach der Saison, wir haben jetzt ja tatsächlich 3 Monate zumindest spielfrei und trainingsfrei und dass ich mich da ein bisschen darum kümmere, ja, auch mal um mich ums zweite Standbein zu kümmern. Und da habe ich gedacht, dass ja ein Praktikum bei der BLG da eine ganz gute Sache wäre. Und habe mich da drauf beworben. Es hat glücklicherweise auch geklappt. Und von daher bin ich ja zufrieden, dass ich jetzt hier 8 Wochen diesen Bereich unterstützen darf. Wir wollen auch gar nicht länger stören sagen. Tschüss und bye-bye. Viel Spaß noch bei der BLG. Nord24 bedankt sich hier mal, zu Gast gewesen sein zu dürfen. Tschüss.